So, starten wir auch die Aufnahme wieder direkt hinterher. Wir spielen jetzt noch eine Runde The Flame and the Flood. Da haben wir das letzte Mal leider dummerweise mittendrin aufhören müssen, weil Hitbox gesagt hat, Junge, ist nicht. Jetzt muss ich hier gerade einmal das Overlay schon Publisher und Gamebild ausmachen. Da das ganze Spielchen ja nicht von den Kollegen von Heads-Up Game ist. Wo ist denn Flame in the Flood? Da. Ah, da. Das ist schön. So. Ich hoffe, soweit ist der Sound. Könnt ihr mir gerade mal noch sagen, ist der Sound jetzt hier bei The Flame in the Flood, ist der in Ordnung? Das wäre super. Da würde ich mich sehr freuen, wenn ihr der mir einmal Feedback geben könntet. Oh. Habe ich da tatsächlich da was an? Ja, ist der Sound in Ordnung, Leute? Ist er nicht in Ordnung? Hallo, Chat? Ich fasse das mal als ein Ja auf. Einfach mal. Weil ja nicht viel kommt. So, wir machen da weiter, wo wir das letzte Mal aufgehört haben. Fünf Sachen auf dem Ohr. Wieso hast du fünf Sachen auf den Ohren, Razer? Aufnahme läuft ja. Genau. So. Ich hatte mich das letzte Mal übrigens gerade noch so in Sicherheit gebracht gehabt. Weil das letzte Mal ja schon, wie gesagt, die Gesundheit und Co. da schon am Nagen war. Verdorrtes Fleisch will ich nicht. Hab ich kein normales Fleisch mehr? Ich habe noch das hier. Naja, okay. Gehen wir erstmal weiter. Es könnte gleich sein, dass maximal. Stray Streams! Ach so. Jo. Multitask, das sag mal, ey. Ich meine zumindestens. Oh, Federn. Komm, Rabe, geh mal weg. Weil Federn brauchen wir nämlich für Bögen. Also um genau zu sein, für den Pfeil, für unseren Bogen. Und den nehme ich dann doch liebend gerne mit. Oh, Trompete, sehr schön. Und hier habe ich noch. Sammeln, ist nichts drin. Dann holen wir uns die Aufgabe. Illumination. Illumination. Bau eine Fackel, sie hält Wölfe für Zeit lang fern. Ja, das ist jetzt ja nicht das Schwierigste. So, durch die Rosen wollen wir nicht. Hier ist auch nichts mehr. Aber hier haben wir noch einen Setzling. Wie der Hund einfach da mal durch die Dornen pischt. Ja, hier ist nicht viel. Dann werde ich tatsächlich. Was gab es nochmal als Belohnung für Elimination? Gekochtes Fleisch. Dafür, dass ich eine Fackel baue. Was brauche ich denn? Fackellampen? Nee. Da esse ich dann doch tatsächlich gerade lieber. Konservieren wir mal einfach. Wir sind ja eigentlich recht gut ausgestattet. Wie weit ist das Wasser? Das Wasser ist noch nicht so weiter. Alles klar. Oh, Benzin wollten wir hinzufügen, ne? Da war ja was. Okay. Dann machen wir das so. Hier links und dann rechts, weil wir müssen das Floß reparieren. Denkt bitte, erinnert mich bitte dran, dass wir auf jeden Fall
Nochmal Benzinfeuer auffüllen. Schon mal kein Wolf, das ist gut. Bevor wir losfahren. Oh, hier könnte ein Bär sein. Jetzt wird die Musik auch ein bisschen sad. Ja, Bär. Hier ist schon mal Feuer. Oh, Maulbeeren, super. Die kann ich gleich konsumieren, wenn ich mal wieder Durst habe. Feuersteine. Lumpen brauche ich, glaube ich, gerade nicht. Nö. So, leicht Bogen drumrum machen. So direkt vom Bären weggeluchst. Ich bin ja mal gespannt, wie weit es noch geht. Ich möchte das Spiel tatsächlich sehr durchspielen. Gern durchspielen, weil es mir wirklich Spaß macht, ne? Das ist ein schöner Kauf, über den ich mal gestoßen bin. Und ich kann jedem tatsächlich das Spielchen nur an Herzen legen. Multitasker, ey, das sag mal. So. Was habe ich denn hier im Inventar? Bären, die müsste ich mittlerweile. Setzlinge, ich könnte mir erstmal noch ein Pfeil erstellen. Damit wir die Setzlinge zusammenstellen. Oh, Pfeilmacherin habe ich abgeschlossen. Guck, wusste ich gar nicht. Was gab's für Pfeilmacherin? Bauzeichnung. So, jetzt kommt der Wolf. Hört ihr? So, wir füllen erstmal Benzin. Schlafen. Ne, wir verlassen das erstmal. Wir werden das Boot reparieren. Oh, der Wolf da hinten geht auch gut ab. Das hat auch so geklappt, ohne dass wir Sprit verbrauchen. Das ist schön. So, hier haben wir nämlich als erstes Benzin. Wir haben ein leeres Gefäß, das können wir direkt wieder befüllen. Benzin, Benzin, Benzin. Eins in der Tasche und der Rest für Wasser. Jo. Und dann werden wir einmal das Floß reparieren. Dem geht es leider nicht ganz so gut. Und zwar müssen wir mit 30. Jetzt bin ich überlegen, ich habe einen Reparatursatz. Es wäre sinnvoller, die 30 so zu reparieren. Jo. So, das ist das Boot nämlich wieder auf voller Höhe. Und wir müssen bei nächster Gelegenheit übrigens mal wieder schlafen. Aber das machen wir noch. So. Wir treiben jetzt erstmal weiter so hin. Mal schauen, wo es uns hinzieht. Ja. Ich wüsste uns gerade nicht, wie es anders bezeichnen sollte. Hintreibt ist eigentlich, glaube ich, noch das Beste. Aufgrund der Stromschnellen, die wir haben. Hungrig sind wir auch nicht. Ich würde da ja liebend gerne mal andocken, ne? Aber. Checkpoint gesichert. Region 9 von 10. Wir sind in der vorletzten Region. Wir haben irgendeine Krankheit. Da sollten wir uns auf jeden Fall gleich mal ins Krankenhaus. 240 Meter, ja. Ich weiß nämlich nicht, was schlecht ausgestattet. Wieso bin ich denn schlecht ausgestattet? Ich habe komplett. Oh, hier ist es kalt. Ich muss Bären. Alles auf Bären haben. Wow, das ist aber. Oft gibt es dort medizinische Vorräte. Warum ist es hier so arschenkalt? Okay, ich muss echt alles auf Bären machen. Das ist. Mal eine Ansage. Lederkits. Habe ich überhaupt noch genug Lederkits? Zwei Ledersätze. Ja, mit dem Essen warte ich gerade. Schlecht ausgestattet. Ey, dass das Wolf nicht bis dahin reicht, was ich hatte.
Muss... Rohrkolben kann ich notfalls gleich noch futtern. So, da ist er. Komm. Das scheint immer noch zu funktionieren. Und ich weiß nicht, wie häufig ich diesen Wolf Eltes noch treffen muss, ne? Wir werden hier auch gleich schlafen. Wir haben aber erstmal medizinische Vorräte, die werde ich auf jeden Fall durchsuchen. Penicillin. Inventar voll. Was habe ich denn gerade alles drinne? Nesatz. Penicilline müsste. Habe ich so viel Penicillin? Okay, wir pennen, glaube ich, erstmal. Wow. Beute? Nee. Wir schlafen. 4 Stunden. Und danach kloppen wir uns die Maulbeeren in den Kopf. So. Da habe ich nämlich wieder alles. Konsumieren wir den Speicher. Penicillin. Wie viel Penicillin habe ich? 10. Benötige ich also gar nicht. Leer. Ärgerlich, ich sehe nicht, was hier ist. Löwenzahn, Löwenzahn, Setzling. Wow, wir müssen echt alles auf Bären fällen, ne? Das ist, mal eine happige Ansage. Hier kann ich mein Gefäß nochmal mit Wasser füllen. Eine Werkbank wäre ja ganz geil gewesen. Noch ein Setzling. Und da ich gerade ein bisschen Schiss... War hier noch was? Nee. Um meine Nahrung habe. Ich habe nämlich nur noch 10 gesalzene Fleisch. Kann ich aber auch stattdessen... Das ist jetzt das Lustige. Ich kann Rohrkolben futtern. Und kriege ich erstmal direkt Nahrung für. Und dann habe ich hier noch immer genug Rohrkolben für alle Fälle. Oh, hier ist noch was zum Suchen. Warte mal. Wahrscheinlich wieder nur Penicillin. Oh, Verband und Schienen. Eine Schiene. Habe ich noch eine Schiene? Eine Schiene habe ich. Was brauche ich denn davon jetzt nicht? Setzlinge, Setzlinge. Ach komm, willst du was? Wegwerfen. Die Schiene nehme ich trotzdem sicherheitshalber mit. Das waren diese... Ja, Penicillin-Sachen. Ich brauche eine Werkbank, um mir aus Bärenfällen da was zu klopfen. Ich schaue gleich nochmal nach. So, verlegen auf Floß. 7-1 Filter habe ich noch. Angelhaken... Bretter, Feuersteine, Zähne. Brauche ich noch Angelschnur? Wie viele Nähsätze habe ich? Zähne. Aber wenn die weg sind, machen wir mal gerade 3 draus. Dann schmeiße ich halt einen Angelhaken weg, das ist egal. Braucht den Inventarplatz. Ne, das hat jetzt... 7 habe ich hier. Rohrkolben. Wie viel geflochtene Seile? 10. Bogen. Verbände habe ich 10. Wildschwein, Wildschwein, Wolf, Wolf. Seht ihr. So, und ich brauche jetzt für... Weiße Wolfsjacke. Ja. Bären. So. Wir haben noch... Bärenfellhose. Ich glaube, wir haben schon eine Bärenfellhose. Bärenfelljacke, Bärenfellhose. Stiefel wäre das nächste. Und für Stiefel brauche ich
Bär, ein Ledersatz und eine Mütze, dasselbe. Das heißt, ich brauche eigentlich nur zwei Bärenfelle. Nur zwei Bärenfelle. Ne? Wasser, Benzin. Wasser ist voll. Ne, wir verlassen das. Wie geht's dir denn, André? Bei dir soweit alles fit? So, wir tuckern jetzt hier gerade drüben noch hin. Weil wir brauchen Bärenfell. Hätte ich das gewusst, hätte ich eben ein paar mehr genatzt. Aber okay. Das Ärgerliche ist halt einfach mit den Pfeilen, die wir für diesen blöden ältesten Wolf immer aufgeben, ne? Schrauben nehme ich auf jeden Fall mit. Gefäße. So, sehr schön. Feder. Da crafte ich mir auch gleich einen Pfeil draus. Da habe ich mich die Federplätze wieder frei. Und ich habe hier tatsächlich noch Kisten zu durchsuchen. Feuersteine, Nähsätze. Was habe ich hier in der Kiste? Wahrscheinlich habe ich jetzt mehr Nähsätze, als mir lieb ist. Ja, ist ja egal. Erstmal habe ich sie. Ich gehe eigentlich ungerne von oben nach unten. Ich gehe lieber von unten nach oben, weil ich so besser das Feld sehen kann. Sumach, ne. Nehmen alle. Madennascherin. Den das Quest haben wir schon. Aber wir haben länger keine Made mehr gefunden zum Naschen. Es gibt tatsächlich eine Belohnung dafür, wenn man ein Wurm ist. Finde ich immer noch äußerst amüsant. Okay, hier gibt es einfach gar nichts. Dafür habe ich einen Pfeil vergeudet. Grrr. Ja gut, das weiß man nicht vorher. Ey, hätte ich das gewusst, hätte ich eben alle Bären unnütz getötet. Nein. Das permanent krank kotzt mich übrigens. Finde ich auch voll ungeil. Muss ich Bären finden. Oh, okay. Das wurde mir nicht vom Floß abgezogen. Das ist schon mal nice. Jetzt kommt nämlich die Krankheit, weil ich wieder schlecht equipped bin. Gut, wir hätten 10 Penicillin. Daher. Da muss schon ein bisschen was kommen, bevor wir sofort down gehen. Aber trotzdem. Kann ich in der Nähe des Auto looten? Ne, kann ich nicht. Erstmal in ruhige Gewässer. Da ist eine Werkstation, glaube ich, ist Angelhafen, Angelshop. Entschuldigung. Sieht zumindest ganz gut aus. So, Spirituosenhandel. Schön. Hier gibt es oft Alkohol. Das ist super und soweit ich weiß, gibt es hier auch keinen Wolf. Aber ich sollte die Fresse halten. Genau deshalb. Ich verstehe es auch einfach nicht, ne? Wie viele Pfeile hält der Bastard denn aus? Oh nein. Das war ein teurer Pfeil, ne? Brauchen mich, glaube ich, drei Pfeile für einen Bären. Das ist richtig, richtig teuer. Hallo, ich will nicht in die Richtung gehen. Nein, das Spiel zwingt mich gerade in eine Richtung zu gehen. Oh Gott sei Dank. Pökelfleisch. Na gut, das ist schon mal
ganz nett, weil Pökelfleisch gibt ordentlich Nahrung. Aber ohne Bär kann ich mich nicht gegen die Kälte schützen. Ein Gefäß brauche ich nicht. Wilder Knoblauch, den kann ich essen. Inventar voll. Ah, guck, dass wir hier ans Boot hinräumen müssen. Aber ich habe hier Zähne. Da Zähne, komm. Weg damit. Wilder Knoblauch ist mir gerade lieber. Hier war ein Gefäß. Setzlinge. Und die Maulbeeren. So. Setzling. Inventar ist voll. Wir konsumieren. Wow! First Blood! Yo. Danke für den Sub. Nee, ja, vielen lieben Dank. Hast mich voll verjacht. Holla, der Waldfee. Habe ich jetzt überhaupt nicht mitgerechnet. Ich war voll. Aber wirklich, voll hier gerade im Game. Und dachte so, oh fuck, wie machst du das jetzt? Oh, Salz. Ja, ich weiß, mir ist kalt. Yucca. Oh, noch mehr Pökelfleisch. Ich mache auch was richtig. Cestrix! Ja, halbwegs. Ich habe ein bisschen gefailt bei Grey Goo. Traurigerweise. Das heißt, ich muss tatsächlich, oder ich sollte vielleicht vorher das Level einmal angespielt haben. bevor ich es zeige, weil diesmal habe ich halt voll einen auf die Nase gekriegt. Und bei Säumen sind wir gut vorangekommen. Verlegen aus Floß? Brauche ich nicht. Salz. Habe ich noch pures Fleisch? Nö. Ne? Aber sonst läuft's gut. Ja, wie gesagt, mega. Nochmal vielen, vielen, vielen lieben Dank. Dafür kannst du jetzt auch das schicke Ugly Smiley benutzen. Na, das ist doch auch was. Ja, und ich hätte viel mehr Bären töten müssen. Wir schmeißen jetzt einfach mal... Obwohl, na sicher, wir schmeißen mal Wolfsfell weg. Davon haben wir sowieso viel zu viel. Einfach mal so auf den Steg. Was soll's? Wer braucht schon den Wolf? So. Und mir ist kalt. Wir sollten vielleicht schlafen? Nein, wir verlassen das Ganze. So. Nein, nein, nein. Schön in die Stromschnellen. Hier gibt es nichts zu holen. Oh, bitte, 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 bitte. Verreckt mir nicht vorher. Nein! Er verreckt mir vorher. Okay, wir haben jetzt ein Problem. Wir sind da nicht hingekommen, wo ich gern gewollt wäre. Das heißt, wir müssen weitermachen. Und mir ist zu kalt. Hier muss ich eigentlich alles auf Bärenfell auslegen. Was wir... Wir haben auch nicht... Also wir haben keine Bären in der letzten Gegend getötet. Was natürlich... Oh, da komme ich nicht mehr ran. Schade. Aber wer hätte das auch gewusst, dass wir da Bären töten müssen? Man avoidet sowas ja ganz gerne, weil ziemlich ressourcenintensiv, gerade was Pfeile angeht. Aber wir sind schon in der Region von 9 von 10. Oh, Kirche. Oh. Oh, aber so richtig hart dran geschraubt, ey. Okay, wir gehen erstmal in die Kirche. Da gibt es immer was zum Schlafen.
Jetzt ist stabil. Muss an Säumen gelegen haben. Nein, das kann nie jemand an Säumen gelegen haben. So, ich muss mich auf jeden Fall mal aufwärmen. Okay. Das heißt, ein Lagerfeuer wäre ja mal wieder ganz geil. Ich habe schon mal keinen Wolf. Kostet mich aber auch immer. Ich habe jetzt ernsthaft zweimal geschossen. Ach. Feder, Feder, Feder. Toll, komme ich nicht ran. Schnaps, toll. Ja, Schnaps und Schraubendienstag. Einer der beliebteren Varianten. Ich schwöre es, wenn ich jetzt hier elendig verrecke, weil mir kalt ist. Das Spiel aber gehörig. Einen Nesatz Alkohol brauche ich nicht. Ich könnte Alkohol trinken. Oh, Gott sei Dank, Feder. Ernsthaft. Wie viele Feder landen denn noch daneben? So, hier oben ist noch einer. Ich sollte gleich schlafen. Am besten in der Kirche. Wir haben jede Menge Hasen. Schnaps. Es wird trocken. Untersuchen wir den Quilt. Eine alte Geschichte, die ich schon mal gehört habe. So, jetzt sollte mir doch eigentlich nicht mehr kalt sein, wenn die Sonne scheint, oder? Nee, ich bin immer noch nass. Okay, wir essen gerade was. Weil da ist das Lustige, was heißt Lustige, weiß, da ist das wesentlich kühler geworden. Wir schlafen mal für 3 Stunden. Weil ich möchte die fehlenden Raben, die wir da noch hatten. Meistens spawnen sie neu. Das ist teilweise der große Vorteil daran, wenn man geschlafen hat. Meistens. Muss nicht heißen, dass sie es wirklich tun. Ihr seht, jetzt ist mir wieder kalt. Ich habe zwar jetzt geschlafen, mir ist auch wieder warm, aber... Ne, die Vögel sind weg. Schade. Und dieser Wolf ärgert mich halt wie doof. Der kostet mich richtig Ressourcen. Gerade Pfeile. Und wir brauchen immer 2 Federn. Und Federn sind jetzt auch nicht so häufig. Und ich bräuchte eine Werkbank. Das ist das Nächste. Voll ungeil. Wir haben den nicht gekriegt. Und wir kriegen den auch nicht. Alter, wie schwer jetzt die Dinger zugänglich sind, ne? Richtig übel. Sprit muss ich gleich auch schon wieder nachfüllen. Mann, 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 Mann. Und der blöde Wolf verfolgt mich auch die ganze Zeit. Oh Gott. So. Das ist ein Krankenhaus. Ernsthaft, ich hab schon gegengedrückt. Ich hab doch schon gegengedrückt. So, erinnert mich dran, bevor wir gleich gehen. Ja. Dass wir... Auf jeden Fall Benzin auffüllen. Oh, hier gibt es keinen Wolf. Danke. Und die Feder kriege ich auch. Löwenzahn, Trompeten. Oh, Maulbeeren. Schön. Yucca gibt mir nur gekocht was. Und Aloe ist giftig, wenn ich so futter.
Ich glaube, Löwenzahn gibt mir gar nichts, wenn ich es futter, ne? Warte mal. Nö, gar nichts. Kann man trotzdem essen. Vogel. Feder, Feder. Angelhaken. Aber ich glaube, einen brauchte ich noch. Kriecher. Oh, geil. Wir machen jetzt gerade noch. Brauchte ich nicht noch? Was brauchte ich denn? Schnur, Angelhaken? Egal, wegwerfen. Ich will den Wurm haben. Jetzt zeige ich nämlich das Lustige. Ich kann den essen. Dafür gibt es Achievement. Hier, Würmerimbiss. Wo haben wir das? Würmerimbiss. Dafür gab es jetzt Maulbeeren. So, toll. Mir ist kalt. Hallo, ich hätte, würde gerne bitte... Jetzt ernsthaft? Ich kann das nicht durchsuchen. Zone nochmal rein, Zone nochmal raus. Ah, jetzt. Beute? Ich bin voll. Was habe ich denn drin, was ich nicht brauche? Den Angelhaken. Wegwerfen. Wir nehmen die Bauzeichnung mit. Und schlafen tun wir gleich am Floß. Warte mal, da können wir auch gleich den Aloe kochen. Habe ich irgendwas, worauf ich verzichten kann? Maulbeeren. Konsumieren wir gerade den Speichern. Und dann nehmen wir den Aloe und kochen den gleich mit. Das ist eigentlich eine... Aloe oder was? Yucca. Gekochter Yucca war es, glaube ich, ne? Löwenzahn, Löwenzahn, Aloe. Hat der Hund genug Aloe? Hat er. Den brauchen wir übrigens, wenn wir durch irgendwie was gelaufenen Feuerameisen oder weiß der Geier was. So, erstmal müssen wir Benzin hinzufügen. Und danach benutzen wir das Kochfeld. Ich hoffe, auf dem Floß ist mir nicht kalt. Gegenstände an. So, wir kochen jetzt den Yucca. Schaffe Platz im Inventar. So, Verlegungsfloß. Gekochter Yucca. Den können wir zweimal futtern, haben wieder 10 Nahrung. Danke, Flo. Ich werde mich jetzt Richtung Bett verziehen. Da war gesagt. Ja, dann wünsche ich dir noch eine gute Nacht an, ja? Gekochter Yucca. Konsumieren wir den Speicher. So, und als nächstes craften wir uns auch noch einen Pfeil. Warum geht Whisper nicht? Das weiß ich nicht. Whisper geht eigentlich. Daran kann es also nicht liegen. Ich frage mich, was für Möglichkeiten habe ich denn noch, einen Wolf zu vernichten? Außer Pfeile? Ihr ältesten Wolf. Ich habe noch keine Ahnung, wie ich den platt machen wollte. Das ist dieser Rote, der mich immer die ganze Zeit verfolgt. Zoom macht Tee. Lebensmittel, reduziert medizinisches Gebräu. Warte mal. Oh, ich bin auch wieder voll. An meiner Kochstelle. Whisper, bei mir nicht. Vielleicht liegt es an Hitbox. Irgendwas ist kaputt gegangen. Ich glaube, ein Steinmesser. Ja, ist es. Stellen wir gerade mal wieder ein Steinmesser her. Da, schön. Oh, meine Stahlklinge hat auch nur noch 8, ne? Das ist unschön. Wie sieht's hier aus? 5, 5, 5, 5. Angelhaken 1. Legen wir in die Tasche und wir schmeißen dafür ein Wasser auf Floß. Wir schlafen jetzt etwas. 3 Stunden. Und er wird nicht gerne angeklickt. So. Und wir verlassen jetzt die Stelle. So, als nächstes geht es zum Krankenhaus. Wenn es so weitergeht,
müssen wir auch noch mal zum Hafen, weil mein Floß bis dahin kaputt ist durch die ganzen Strömungen. Hab ihr wieder putt. So, ich hoffe, kommt am Tag bitte kein Wolf. Ich weiß einfach nicht, wie ich den loswerden soll. Also wirklich, null. Jedes Mal, seitdem ich diesen irgendwie aufgenommen habe. Oh, altes Holz ist nice. Ist dieser Wolf da. Und er braucht immer einen Pfeil, um ihn loszuwerden. Seht ihr da oben? Aber ich glaube, der stackt. Dann lasse ich ihn da auch mal schön stackt. Dann geht er mir nämlich nicht auf die Nüsse. Und Alkohol brauche ich nicht. Dünne Handschuhe kann ich nur rippen. Hier haben wir noch ein Haus. Erstmal gerade alles abluten. Beute. Altes Holz. Oh ja. Holz und so weiter. Schrauben nehme ich gerne mit, weil damit kann ich meinen Floß reparieren. Schrauben. Wie schon gerade eben angekündigt. Ich sollte jetzt nur aufpassen auf Schlangen. Die wären tatsächlich äußerst unvorteilhaft. So, medizinische Vorräte. Penicillin, Verband. Schiene. Die nehme ich mit für alle Fälle. Hab ich irgendwo einen Raben? Habe ich mich gerade verjagt. Ich dachte, kommt ein Wolf. Das war mein eigener Hund. Der Chat hängt bei Emojis. Naja, nicht wirklich. Geht nur ein klein heute, nicht in groß. Oh, nee. Da ist die Schlange. Ich hätte sie fast nicht gesehen. Ich denke jetzt halt, wo zischt das denn? Heute? Altes Holz. Sehr schön. Bitte gib mir die Feder. Oh, Gott sei Dank. Schiene. Altes Holz und Schrauben. Oh, also, wenn ich jetzt mal wieder eine Werkbank kriegen könnte, ne, wäre das hier. Da seht ihr das? Das sind Ameisen. Wenn ich da, Inventar voll. Wenn ich die da durchlaufe, bin ich gereizt. Meine Haut und so. Und dann muss ich da Aloe draufhauen. Das hat gerade so geklappt. Beute, altes Holz. Nochmal eine Maulbeere. Nachts sieht man übrigens die Vipern extrem scheiße. Aber ich glaube, wir haben's. Oh, hier ist noch eine Tür. Die habe ich gar nicht durchsucht. Beute, Angelschnur. Ja gut, hätte ich noch einen Nähsatz rausbasteln können, aber hey. Fuck it. So, wir brauchen was zu trinken. Es geht echt so langsam den Bach runter, ne? Was Getränke angeht. So, Schienen. Verlegen auf Floß. Seile habe ich genug. Holz. Also ich sollte echt dringend zusehen, dass ich an Reparaturhafen wieder komme. Nigga. Ja, seht ihr das? Wie das Spiel nicht zulässt, dass ich dahin komme. Das Spiel möchte es nicht. Es gibt mir auch keine Bären, die ich jetzt gebrauchen könnte. Weil ich würde mir jetzt tatsächlich einen Bären legen für zwei weitere Ausrüstungsgegenstände. Hätte ich ja nicht vorher schon machen können, ne? Zwei Ausrüstungsgegenstände. So, das ist, glaube ich, irgendwas anderes. Ich weiß nicht mehr was. Auf jeden Fall das da links.
Das da, da fahren wir gleich hin. So, hier ist Benzin, Werktisch. Danke, Werktisch. Dann kann ich mir ein neues Messer machen. Holy fuck! Hier. 6 Pfeile. Wisst ihr was? Wir haben so viele. Das machen wir mit Nähsatz. Wir nähen jetzt die Wunde. Gegen nass und kalt kann ich nichts machen, aber... Oh, Ziel erreicht. Auf zu bluten. Was gab's denn dafür? Ledersatz. Oh, Ledersatz ist nice. Weil da haben wir 3. Wir brauchen nämlich jedes Mal für... So, wo ist der blöde Wolf? Den sieht man nämlich so gut, wenn es gewittert. Arbeitstisch. Lila Knoblauch. So, den Arbeitstisch brauche ich nämlich, um... wie ihr seht, mein Stahlmesser geht so langsam den Bach runter. Warum kann ich kein Stahlmesser mehr bauen? Und ich brauche auch eine Birne, kann ich so erstellen. Holy fuck, ich brauche ein Stahlmesser, hallo. Geht das echt nur, wenn's kaputt ist? Als Holz, Benzin nehme ich auf jeden Fall mit. Scheiß drauf. Erstmal genug Benzin. Dass mein Motor aber skippt nach einer Zeit, finde ich ungeil. Habe ich ja eben festgestellt. Inventar ist voll. Was habe ich dann wieder alles drinne? Knoblauch. Den essen wir. Ich habe auch kein Fleisch mehr. Ich kann nicht nähen oder häkeln. Nee, 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 nee. Da hat er recht. Da kann ich nicht mehr viel tun. Kistenfalle. Ist ja was? Verdorbenes Fleisch schmeißen wir weg. Das brauche ich sowieso nicht. Schlecht ausgestattet. Ach, ehrlich? Darum will ich einen Bären töten. Spiel mein Held, ey. Vorhin, wo die ganze Zeit Bären waren. Oh. Das wird jetzt unten lustig. Wie viel hält er denn aus? Oh Gott sei Dank. Wir sind aber auch gleich tot auf Doom. Bärenleder. Rohes Fleisch. Nein, ist mir egal. Inventar voll, dann wird's leer gemacht. Was schmeißen wir weg? 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 Konsumieren. Und ich lasse das sicherlich nicht gehen. Ich muss erstmal zurück zum Camp, also zum Boot. Ich muss mich verarzten. Gebrochene Knochen können wir nur schienen. Holy fuck, ist mir kalt. So. Verletzung. Gebrochen. Schienen. Nicht in der Tasche. Wieso muss ich in der Tasche haben? Wegwerfen. Konsumieren den Speicher. Scheißegal. Weg damit. Meine Körpertemperatur sinkt oder steigt sie hier? Sehe ich gerade nicht.
Verlegen auf das Floß. Und jetzt baue ich mir Bärenfellstiefel. Die ziehe ich auch gleich an, weil holy shit, ist das kalt. Ausstatten. Hier. Zack. Handschuhe, Mütze, Mütze. Hände, Mütze. Hände, Mütze, Hände, Mütze. Der hat mir nur ein Fell gegeben. Oh, fuck. Stimmt. Habe ich gar nicht dran gedacht. Nee, das hat mir schon ein bisschen was gebracht, aber... Wolfsleder. Machen zu Lumpen. Die Temperatur steigt zumindest etwas wieder. So, jetzt kann ich vielleicht den Bereich noch solide erkunden. Vier Pfeile müsst ihr euch mal reinziehen für einen Bären. Jetzt wisst ihr, warum ich so ungern mit Pfeilen schieße. Wenn ich die wenigstens wieder benutzen könnte oder so, ne? Aber gar nichts. Jo, dir auch. Pökelfleisch. Oh, sauber. Kann ich herstellen. Verdorbenes Fleisch. Rohes Fleisch. Ich habe genug Trompetertröter, ne? Ja. Ein weiterer schadet nicht, falls ich gleich keine Pfeile mehr habe. Der Lumpen kann eigentlich weg. Schienen habe ich genug, Sprit habe ich, Flüssigkeiten lässt so langsam zu wünschen übrig. Sumach brauche ich eigentlich nahezu nie. Jetzt brauche ich noch einen Bären. Nicht durch die Dornen. Okay, das war's. War eine teure Expedition? Hat sich jetzt auch nur für den Bären gelohnt. Bin ich ganz ehrlich. Und wir wärmen uns gleich einmal am Feuer auf. So, Wasser voll. Erstmal befüllen wir ein Gefäß. Nicht zum Auffüllen. Setzen wir uns ans Kochfeld. Nass direkt geheilt. So, warum habe ich keine... okay, deshalb. Da geht ein Benzin. Ich habe mehr Benzin als alles andere. Ich habe 1, 2, 3, 4 Benzin. Ledersätze habe ich nur noch einen. Einen kriege ich noch als Belohnung. Benutzen wir. Dann können wir das wenigstens gleich warm machen. Kochen können wir irgendwas. Nee. Wir schmeißen aber mal... Na, Wildleder weiß ich nicht. Ich weiß nicht, ob ich noch ein Wildschweinleder oder Wolfsleder nachher brauche. Daher bin ich damit da doch etwas vorsichtig. Seht ihr das hier? Stahlmesser. Und das geht nachher nur zu produzieren, wenn ich am Arbeitstisch bin. Und das bin ich jetzt. Wasser voll. Befülle das Gefäß. Und dann verlassen wir den ganzen Kram. So. Das ist Plan. Also zumindest reparieren. Das ist das Wichtigste von allen gerade. Okay. Dann können wir gerade noch anlegen. Lumpen, Nähmaterial und Alkohol. Jetzt nicht die schlechteste Kombi. Ja, ihr habt richtig gesehen. Da war der Wolf wieder. Sobald ich sehe, breche ich auch ab und gehe direkt zum Start. Da ist er. Ich weiß nicht, womit ich ihn töten kann. So,
So, der steht jetzt hier. Und ich würde ihn ja gerne vergiften. Hier. Da, Wölfchen. Nimm den verdorbenen Köder. Aber er stirbt danach nicht. Er haut einfach ab. Und ich weiß nicht, wie ich ihn töten kann. Ich habe nicht genug Pfeile, um ihn platt zu machen. Die brauche ich für die Bären. Weil der Bären frisst den verdorbenen Köder übrigens nicht. Köder nicht. Ne? Wäre ja schön. Ist immer noch kalt. Angelschnur. War das das Auto hier vom Anfang? Ja, war's. Okay. Puh. Beute. Altes Holz. Setzling. Salz. Altes Holz. Oh, beides ziemlich gut. Salz kann ich halt direkt, sobald ich Fleisch habe, wieder Pökelfleisch draus machen. Und das ist ein Fleisch, was nicht verdirbt. Gekochtes Fleisch verdirbt irgendwann, aber gepökeltes Fleisch auf keinen Fall. Krähen wären auch ganz nett, damit ich mir wieder ein paar Pfeile basteln kann. Das wusste ich am Anfang nicht, sonst hätte ich Feder gehortet. Mal ganz ehrlich, solltet ihr das mal irgendwann spielen und hier vorher das gesehen haben, hortet euch die Federn. Oder baut euch so früh wie möglich Pfeile. Ihr werdet den Kram später in rauen Massen brauchen. So, sammeln wir. Guck mal, hier gab es mal eine Belohnung. Da hauen wir auch direkt die Maulbeeren in den Kopf. Jo, macht's gut, ne? Schön, dass ihr da wart. Holen wir uns noch die Aufgabe. Schissbeladerin. Ich glaube, meines dürfte sowieso so übervoll sein. So. Das eine Krähe. Ich glaube, ich muss eine Nacht auch in der Kirche verbringen, ne? Irgendwas war doch da mal. Muss gleich mal schauen. Nein. Nein, ich will die Feder. Das ist auch sowas, was mich noch ein bisschen stört. Warum müssen die Federn so bescheuert manchmal fallen? Gerade wenn man sie so nötig hat. Da bin ich hier rüber gekommen, ne? Hier, auf den Ast, weißt du? Oh, hab ich sie? Jo, ich hab sie. Nice. Direkt ein Pfeil basteln. So, Ledersatz geht ans Auto. Wir schlafen mal gerade eine Nacht, obwohl 3 Stunden. Ich bin immer etwas vorsichtig mit dem Schlafen. Vorsicht mit Schlafen. So, morgen, Leute, denkt dran, geht's weiter mit Bioshock 3. Freue ich mich persönlich sehr drauf, dass es damit weitergeht. Mir macht Bioshock 3 zurzeit echt viel, viel Spaß. Aber hat wohl auch ein bisschen mit der weiblichen Hauptrolle zu tun. Habe ich alles? Gefäß brauche ich nicht. Ne? Mag, wie gesagt, ein bisschen an ihr liegen. Aber im Moment, de facto, habe ich da sehr, sehr viel Spaß dran. Und ich muss dringend reparieren. Das kann ich aufs Floß verlegen. Was habe ich denn auf dem Floß, was ich zurzeit nicht brauche? Ich habe mehr als genug Holz. Davon könnte ich gleich so viel Reparaturen machen. Schrauben habe ich auch reichlich. Schnaps. Boah. Geht davon mehr auf dem Floß? Nee. Lumpen. Zähne. Nochmal Zähne. Nehme ich irgendwann mit. Lululu, ich drehe im Stuhl. Was? So.
Verlassen wir das River. So. Ich will nämlich dahin. Oh, Gott sei Dank. Da wird gleich das ganze Holz verbraten, nur zur Reparatur. Schiffsbeladerin habe ich noch. Hier. Weil mein Fluss hat nämlich nur noch 30%. Und das hat echt eine Reparatur nötig. Weil ich da ein paar Mal gegengeknallt bin. Also wenn ich nicht erfriere, werde ich dran sterben, weil ich zu dämlich bin, Ding zu steuern. So, mein Floß ist wieder voll ausgestattet. Voll equipped ist es ja schon. Daran soll es nicht mangeln. Leeres Gefäß habe ich nicht. Sollte ich Benzin nachfüllen? Nee. Schlafen, Kochfeld. Nö, wir verlassen es. Brauche eigentlich noch ein paar Raben, damit ich noch einen Pfeil kriege, damit ich dem noch einen Bären platt machen kann. Weil ich glaube, ich brauche noch ein Teil. Wow. Wir fahren hier mal. Ich hätte hier durchfahren können. Hätte ich dann diesen Kasten bekommen. Okay. Ruhiges Gewässer. Und wir gehen rechts lang. Vielleicht nicht die dümmste Idee, weil drei Sachen auf einmal. Das Problem ist nur, je mehr ich anlege, desto mehr habe ich diesen blöden Wolf. Wenig Vorräte. Wenn da kein Bär ist. Rohrkolben kann ich gegebenenfalls benutzen, um zu futtern. Noch habe ich. Manchmal habe ich ja auch vielleicht einfach Glück. Inventar voll. Konsumieren wir einfach hier den Speicher Rohrkolben. Acht Nahrung ist egal, aber die Maulbeeren sind mir einfach viel, viel wichtiger. Yucca. Gut, dann machen wir jetzt gerade noch ein Pfeil, ein Seil. Und kloppen die Rohrkolben auch noch weg. Bei Kochen kostet mich an meinem eigenen Ding nichts. Ist noch Yucca. Ne, ich will eigentlich immer erst rechts, wenn es geht. Setzling. Zumach. Lumpen. Feuerstein. Okay, Feuerstein brauche ich für vieles. Oh, hier kann ich noch eine Kiste durchsuchen. Oder ein Auto. Schrauben. Nein, Aloe will ich nicht. Hier kriege ich Wasser, aber ich glaube, mit Wasser bin ich ausgestattet, ja? Hat einer einen Rahmen gesehen? Nee, ich nicht, ne? Nee, kein Rabe. Sehr ärgerlich. Sehr, sehr ärgerlich. Okay. Wir haben wenigstens keinen Pfeil verbraten für den doofen Wolf. Schauen wir gerade. Wir gehen kochen. Es kocht mich nichts, da kann ich den Yucca kochen. Was brauche ich nicht? Eigentlich ganz ehrlich. Wann brauche ich Alkohol? Und Lumpen. Habe ich alles im Inventar.
Ich glaube, es gab auch irgendwann mal ein Ding hier für Yuca. Ich weiß gar nicht, 5 Stück oder so. Gekochte Yuca. Kommt weg mit dem Speicher. Dann habe ich wieder voll Nahrung. Mir ist warm. Schienen brauche ich nicht. Wildschwein, Verbände habe ich genug. Obwohl, den Alkohol sollte ich vielleicht doch wieder aufsammeln. Verlasse das Floß. So, wir nehmen den Alkohol dann doch sicherheitshalber mit. Ich traue dem nicht ganz. Oh, das ist eine schöne Melodie übrigens hiervon. Spiritosenhandel. Schnaps- und Schraubendienstag lässt grüßen. Und schöne Musik. Ich habe 3 Pfeile. Hey, gut an, ne? Direkt verletzt. Danke. Sollte der gleich nochmal wiederkommen, jag ich ihn hier in die Falle rein. Die tötet ihn zwar auch nicht. Oh Gott. Sag mir bitte, dass ich... Oh Gott sei Dank, Löwenzahntee dabei habe. Und das alles nur für einen Loot. Und es gibt nicht mal einen Raben hier. Schlangen, ne? Schlangen. Genauso lästig. Genauso lästig. Ja, Razor erfreut. Ja, hier habe ich schon alles gehört und gelesen. Danke. Und jetzt da nicht der ganze... Oh Gott, hier sind noch mehr. Irgendwo ist noch einer. Ist nichts auf dieser Insel. Nichts! Außer Schlangen. In rauem Maße. Okay. Wir nehmen die Falle wieder mit. Hätten wir komplett sparen können, den Gang hier. Setze ich mich ans Kochfeld und mache mir einen neuen Löwenzahntee. Weil? Sumach-Tee, nein, Löwenzahntee bitte. Da. 4 Löwenzahn, müsst ihr euch mal reinziehen. Das kostet mich 4 Löwenzahn. 6. Hatten wir da eben nicht noch Löwenzahn? Also jetzt gehe ich gerade nochmal rüber. Nur so lange wie, ne? Irgendwo war noch ein Löwenzahn. Einfach so, der rumlag ohne nervige Schlange. Da. Damit sich das doofe Abenteuer gelohnt hat. Nee, nee, wir gehen oben rum wieder zurück. Kein Bock. Da habe ich die größte Distanz. Schlimmste ist, bei schlechtem Wetter, ihr seht die Dinger einfach fast nicht.
Hört Zisch und danke. Rennt im schlimmsten Fall direkt auf einen zu und seid ein Matsch. Ist jetzt ein bisschen Hate, oder? Ja, ich glaube schon. Egal. Verlegen auf Floß. Danke. Ist was? Und den einen, den konsumieren wir einfach. Warum? Weil wir es können. So. Ich glaube, eine Fläche konnten wir noch hin, oder da wollten wir noch hin, ne? Ja, genau. Die drei. Wildnis, wenig Vorräte. Habe ich 4 Pfeile? Ich habe 3. Ein Köder noch für den blöden Wolf. Komm her. Ich habe getötet. Ich habe getötet. Ich habe ihn endlich getötet. Was kann ich mir aus dem Fell des ältesten Wolf machen? Ist mir egal. Wir gehen jetzt sofort zum Boot zurück. Ich schnitz mir aus diesem Leib von Kadaver irgendetwas. Klamotten, Klamotten. So. Fern des... Gib mir... Ältesten Wolfjacke. Was brauche ich dafür? Ein Stahlmesser. Ein Stahlmesser, was ich nicht habe. Hökefleisch gleich machen. Direkt durch. Schienenverband. Nein. So. Was brauche ich für ein Leder? Hier, Stahlmesser. Werktisch benötigt. Ich habe es euch vorhin noch gesagt, dass ich einen Werktisch brauche. Ich kann es mir aber nicht eher herstellen, solange ich keinen Werktisch habe. Danke. Danke, Spiel. Grrr. Warum kann ich nicht einfach einen schon voraus machen und sagen, hier, andere, weg damit. Braucht sowieso keiner. So. Was wollte ich mir jetzt machen? Inventar schauen. Fleisch. Mit Trompeter. Vergiftetes Fleisch wollte ich mir herstellen. Genau. Ich habe nämlich noch so viel Trompeten, dass ich mir ein verdorbenes Stück Fleisch machen kann. Mein Inventar dürfte dadurch etwas 2 Plätze. Genau. Schnaps habe ich auch 5 und hier 5. Okay, dann können die wegwerfen. So. Ich hoffe, ich werde jetzt nie wieder von diesen ältesten Wolf belästigt. Nie wieder. Setzling. Ich habe ihn endlich tot. Endlich. Das war echt... Entweder braucht er 500 Pfeile, bis er irgendwann mal down geht. Oh, und danke. Feder, Feder, Feder. Oh. Mit der Knoblauch. Egal. Juka. Scheißegal. Ich sammle jetzt gerade alles. Maulbeeren. Her damit. Ich brauche nur noch einen Bären. Oder einen Werktisch. Werktisch wäre super. Schrauben. Her damit. Geh weg. Gib mir deine Feder. Egal wie fordernd ich gerade klinge. Ich bin gerade ein bisschen happy. Gib mir Feder. 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 Oh, danke. So. Pfeile herstellen direkt. Und kann ich keine Pfeile herstellen. Stahlmesser. Nein, ich bin jetzt echt so angewiesen auf ein Stahlmesser. Der Strudel ist real, echt. Das ist ein Bär. Ich brauche den Bären. Und ich habe kein Stahlmesser. Ja, guck mal, wir schon nach Melunz, der Lump. Waren es 3 oder 4 Pfeile? 3 oder 4 Pfeile. So, wir machen jetzt Folgendes. Geh erstmal hier ins Boot. Brauch ein Stahlmesser. Was ich nicht bauen kann. Weil das Spiel mich furchtbar lieb hat. Das heißt, wir essen jetzt diesen Knoblauch.
Und ich meine, ich habe automatisch, wenn ich hinkomme, werde ich gespeichert. Ich werde jetzt versuchen, diesen Bären zu töten. Mit drei Pfeilen. Auch wenn ich fest der Überzeugung bin, dass ich vier brauche. Wenn nicht, starte ich neu. Ich weiß, es ist voll feige, ne? Es tut mir leid. Ich muss es einfach nochmal. Hab drei Pfeile. Ich hab alles. Ich will einen Bogen. Pfeile herstellen. Nur weil ein Stahlmesser. Das ärgert mich gerade echt tierisch, ne? Ärgert mich sehr. Sehr, sehr doll ärgert mich das. Nein, wisst ihr was? Irgendwie ist es Schummeln. Wir beenden es hier. Wir hätten es tun sollen. Eben. Das Spiel, ne? Es trollt mich. Es trollt mich hart. Ich stehe an der Werkbank, möchte ein Stahlmesser herstellen. Der sagt, nee, tut mir leid. Deins hat noch 1%. Du kannst kein neues herstellen. Genau deshalb will ich ein neues herstellen. Nein. Okay. Ne? Ich sehe schon. War wohl nichts. Gut, dann erstmal danke für den Subscribe, Negan. Und Dotti, ich glaube, du bist gar nicht mehr da, ne? Nein, leider nicht. Danke für den Zehner. Echt, ohne Scheiß, hat mich wahnsinnig sehr gefreut. Da muss ich mir was überlegen, ob ich dir nicht einfach mal sage, pass mal auf, du darfst dir ein Spiel aussuchen oder sowas, was ich spielen soll. Muss ich überlegen. Ich freue mich da auf jeden Fall drüber. Ist echt eine hohe Donation für mich. De facto, morgen geht's weiter. Morgen geht's Bioshock 3. Freue ich mich sehr drauf. Ich hoffe, ihr seid wieder da. Und wünsche euch einen schönen Abend. Bleibt mir echt nichts anderes zu sagen. Ja, André, dir auch einen schönen Abend. Genauso wie noch Negan. Uni, Razer, weil ihr da seid. Danke dir allen anderen, die da waren. Schade, dass ein paar Leute auf Hitbox Probleme hatten mit den Connections. Ich wünsche euch einen wunderschönen Abend. Danke fürs Zuschauen. Schön, dass ihr da wart. Bis zum